Endlose Weiden, traumhafte Sandstrände, saubere Luft und Natur pur. All das bietet die dänische Nordseeküste. Hier erwartet euch ganz viel Action an der frischen Luft, leckeren Fisch und wunderschönen Sonnenuntergänge. Ich werde das jetzt mal für euch testen und die schönsten Plätze an der dänischen Nordseeküste aufspüren. Die Landschaft hier ist geprägt von Sandstränden, Dünen und Steilküste. Perfekt für einen kleinen Spritztour am Strand. Die Strände darf und soll man sogar mit dem Auto befahren, um den Sand zu befestigen. Die außerordentlich schöne Natur der dänischen Nordseeküste entdeckt man allerdings am besten auf zwei Rädern. Das ist nichts für Weicheier, ja? Das ist eine richtige harte Mountainbike-Tour. Hat so einen Spaß gemacht, tolle Natur. Das müsst ihr unbedingt machen. Von dieser Aussicht kann ich eigentlich nicht genug kriegen, aber so langsam meldet sich der Hunger. Und praktisch, dass man an der Küste Essen und Meerblick so gut miteinander verknüpfen kann. Schon mal Fish and Chips auf Dänisch probiert? Wenn nicht, dann wird es aber langsam Zeit. In vielen Hafenstädten bekommt ihr die verschiedenen Fischspezialitäten, die unglaublich lecker sind. Damit die Variante auch richtig lecker wird, braucht man unbedingt frischen Fisch, was wir dann nachher hier am Hafen zubereiten können. Du hast kleine Fischboote, die reinkommen mit frischem Fisch. Und da kannst du wirklich hingehen, den Fisch ansprechen und dir deinen eigenen Fischen frisch kaufen. Da habe ich doch echt einen guten Fang gemacht. Bis meine Gäste eintreffen, muss ich allerdings noch einiges vorbereiten. Wir nehmen jetzt den Seeteufel, ziehen die Haut ab, packen den in leckeren dänischen Bacon, grillen den dann. Dazu packen wir frischen Chips und Sour Cream. Ganz easy, ganz einfach, wie Fish and Chips. Zwar Englisch, aber das ist die coole dänische Version davon. Ja. Det smager fantastisk. Det er super lækker. Den kombination af havtasken og bacon, det er ganske glimrende. Super lækkert. Nach dem leckeren Essen möchte ich unbedingt hoch hinaus, nämlich auf Dänemarks höchster Leuchtturm. Von hier aus hat man einen sensationellen Blick über das Meer. Als leidenschaftlicher Surfer will ich mich jetzt noch mal so richtig in die Wellen schmeißen. Wie gut, dass die dänische Nordseeküste über viele Spots verfügt. Kein Wunder, denn hier gibt es jede Menge Wind und Sonne. Ideal für eine Wasserratte wie mich und ihr Board. Bei so einem herrlichen Sonnenuntergang fällt es mir echt total schwer, Abschied zu nehmen. Die dänische Nordseeküste ist einfach der perfekte Ort für Brian's Way of Life.